Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Liqui-Moly-Handball-Bundesligaspiel der Rhein-Neckar-Löwen gegen TSV Hannover-Burgdorf. Der Halbzeitstand bei diesem Spiel war 15:12 für die Löwen, der Endstand 30:23 ebenfalls für die Rhein-Neckar-Löwen. Das Ganze vor 11.992 Zuschauern in der Mannheimer SAP-Arena. Das erste Statement zum Spiel, das kommt auch bei uns traditionell vom Gästetrainer von Carlos Ortega, bitte. Hallo, Rundschuk Oliver und Martin von sich. Ja, ich glaube, unsere erste Halbzeit war sehr seriös. Unsere Abwehr 6-0 und 5-1 war gut auch. Aber unsere Kontra, wir haben nicht versucht, die richtige Option. Und vielleicht waren es die Tage im Wurfe für unsere Kreiser auch. In der zweiten Halbzeit, nach 10 Minuten, wir verloren unseren Platz in das Spiel. Und die letzten 15 Minuten, wir hatten keine Option. Und wir waren, denke ich, ein bisschen in dem nächsten Spiel, in diesem Tag gegen Norrköping. Nochmal Glückwunsch und viel Glück. Danke. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Statement vom Sportdirektor von Hannover Burgdorf, von Sven-Sören Christoffersen, bitte. Ja, von meiner Seite nochmal Glückwunsch an Martin und Olli. Am Ende wahrscheinlich auch der absolut verdiente Sieger. Carlos hat es schon angesprochen, wir haben so ein kleines Break in der zweiten Halbzeit, nachdem ich eine relativ ausgeglichene erste Hälfte sehe. Sehr positiv muss man nochmal festhalten, dass wir deutlich besser in die Partie gekommen sind als zuletzt. Diese Lethargie, die wir so ein bisschen zuvor gesehen haben, konnten wir abschütteln. Haben dann leider Gottes so ein ganz klein bisschen Richtung Halbzeit den Faden verloren und müssen da vielleicht auch gar nicht mit 3 Toren in die Halbzeit gehen. Und haben dann spätestens nach dem 19:16 eine Phase, wo, glaube ich, beide Mannschaften Probleme haben, ein Tor zu erzielen. Wir zu viele freie Chancen einfach liegen lassen und das in Summe dann einfach nicht reicht, um in Mannheim bestehen zu können. War eine tolle Atmosphäre hier heute. Ich glaube, das Bild vorm Spiel ist auch ein tolles Zeichen. Haben wir uns gefreut, dass wir da ein Teil von sein konnten. Und müssen jetzt nach vorne schauen. Carlos hat es angesprochen, wir haben jetzt eine schwere Aufgabe. Wer in dieser Liga glaubt, irgendwo hinzufahren und Punkte einfach mal so mitzunehmen, wird immer wieder eines Besseren belehrt. Lord Norton hat gerade für eine große Überraschung gesorgt und dementsprechend gilt unser Fokus jetzt dem nächsten Dienstag. Danke. An dieser Stelle auch von uns nochmal vielen Dank dafür, dass ihr euch an dieser, ich sag mal, Guerilla-Aktion zum Tag der Vielfalt mitbeteiligt habt. Wir kommen zum Statement oder zu den Statements der Rhein-Neckar-Löwen und kommen zum ersten Bundesliga-Statement von Martin Schwalb für die Löwen. Ja, hast du recht. Zunächst mal Dankeschön für die Glückwünsche. Ich glaube auch, wie Carlos und Sven Sören die Partie analysiert haben, das war auch so das ungefähr, was ich so im Kopf hatte. In der ersten Halbzeit fand ich, dass Hannover einen sehr, sehr kompakten Eindruck gemacht hat, uns immer wieder auch durch Abwehrumstellungen mit der 5-1 und offensiv raus wirklich vor Probleme gestellt hat, die wir teilweise nicht so gut gelöst haben, die wir häufig nicht so gut gelöst haben. Wir hatten einfache Ballverluste, technische Fehler haben wir da eingebaut, weil wir halt einfach in Stress geraten sind. Dazu Kompliment und wirklich eine tolle Leistung. Was uns in dieser Phase natürlich dann so Mitte der zweiten Halbzeit so richtig aufs Pferd geholfen hat, war, dass der Mittelblock sich gefunden hat. Und da möchte ich Irmir und Rette nochmal extra Kompliment für die tolle Arbeit machen, die sie da gemacht haben, zusammen mit Apfel im Tor. Ich glaube, das war heute so ein bisschen der Schlüssel, dass wir es geschafft haben, keine einfachen Gegentore oder wenig einfache Gegentore zuzulassen. In der zweiten Halbzeit, lange 19:16. Bisschen aufgeregt gespielt, finde ich. So einfach mal auch mal so im Gegenstoß nicht die richtigen Leute gesehen und so Sachen. Aber dann aufbauend auf diese Abwehr, die da hinten wirklich toll gearbeitet hat, dann uns abgesetzt und das Ding auch, glaube ich, verdient gewonnen. Da bin ich natürlich felsenfest überzeugt und ich möchte den Jungs da auch mal ein großes Kompliment aussprechen. Alle wissen, dass die Situation jetzt nicht ganz so einfach war und dafür haben sie mal alles reingeknallt, was sie hatten, aber am Dienstag geht es weiter und da knallen wir auch wieder alles rein.
Da geht es gegen Leipzig und es wird ein ganz heißes Ding, hundertprozentig. Das war's. Vielen Dank, Martin. Dann kommen wir jetzt zum Statement von unserem sportlichen Leiter, von Olli Rogge, bitte. Ja, guten Abend auch von meiner Seite und vielen Dank für die Glückwünsche. Wir sind natürlich hochzufrieden mit dem Sieg. Auch, dass es ein Sieg war, der wir nicht bis zur letzten Sekunde zittern mussten, war auch schön. Schön, dass Martin noch keine Worte für die Zuschauer gefunden hat, dann darf ich das heute machen. Sensationelle Atmosphäre heute. Ich glaube, jeder hat gemerkt, wie die letzten Wochen waren für uns, dass sie nicht ganz so einfach waren. Martin hat die richtigen Worte gefunden an die Mannschaft, hat ein bisschen Druck rausgenommen, hat nicht zu viel getan. Genau das, was die Jungs jetzt gebraucht haben. Und die Stimmung war im EF-Cup schon richtig gut. Heute hatten wir auch so eine gewisse Lockerheit, auch wenn wir Fehler gemacht haben, ging der Kopf nicht runter. Wir waren immer wach, haben uns dann immer wieder zurückgekämpft und ich muss der Mannschaft und Martin ein Riesenkompliment machen, wie wir mit der Situation umgegangen sind. Ich wünsche Hannover alles Gute, einen guten Nachhauseweg und wir freuen uns jetzt auf Dienstag. Jetzt kommt der Spielverderber. Es war ein Spiel und wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir eine gewisse Konstanz finden. Natürlich wird es immer Schwankungen nach oben und unten geben, aber die dürfen nicht so riesig sein wie in den Wochen davor. Und da müssen wir hart verarbeiten und uns nicht ausruhen. Vielen Dank, Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön, Olli. Dann wären wir bei Ihren Fragen, wenn es welche geben würde. Das ist, glaube ich, in 3 Jahren das erste Mal, dass wir eine Frage haben. Jetzt, wo Uwe länger fehlt, kann man zu Jerry Tolbring was sagen? War das die Auswechslung eine Vorsichtsmaßnahme? Ja, das haben wir so ein bisschen weggeatmet, die ganze Geschichte, weil wir sowas auch können. Jerry war nämlich angeschlagen, hat sich im Training leider ein bisschen am Fuß verletzt. Das hat man auch gesehen. Er ist wirklich unrund gelaufen und auch da nochmal an ihn. Er hat sich wirklich für die Mannschaft zur Verfügung gestellt. Aber 10 Minuten vor Schluss, wo es abzusehen war, dass wir einen guten Vorsprung haben, habe ich mit Irme auf der Außenposition gespielt. Der, das jetzt als zweiter Kreisläufer, ist das auch immer eine Option, das zu machen. Aber Jerry, hoffe ich, dass er am Dienstag spielen kann. Da müssen wir viel Arbeit noch reinlegen. Und übrigens, die Fans waren der Hammer. Auch wenn mein Sportchef, aber er hat recht. Aber die Fans waren trotzdem der absolute Knaller. 12.000 Löwenfans, Hammer. Ja, nicht ganz. 11.992. Hey, wir hätten noch 8 Leute, hätten wir noch irgendwo reinholen müssen. Gäbe es noch eine Frage? Eine haben wir da vorne noch. Eine Frage an Herrn Ortega. Im Pokalspiel war Morten Olsen die entscheidende Kraft ihrer Mannschaft. Heute hat er blass gespielt? Gab es dafür einen Grund? Hat er eine Verletzung oder Krankheit? Ich glaube, jedes Spiel ist eine andere Geschichte. Er war super im Pokalspiel. Heute hat er keine Tor, aber sein Style war sehr, sehr, sehr gut in der Mannschaft. Vielleicht nach der EM. Seine Stimmung, habe gespielt gar nicht und vielleicht war nicht Glück, aber für uns ist es sehr wichtig und unser Vertrauen in Martin ist 100%. Wir brauchen Morten für die ganze Saison. Vielen Dank. Wenn es dann keine Fragen mehr gibt, schnell noch dazwischen bringen, falls das so sein soll, sage ich Dankeschön für unser Spiel gegen Leipzig. Gibt es noch Karten für die Fans draußen und unseren Gästen eine gute Heimreise und euch auch einen schönen Abend. Tschüss.